Spinner, Telefon der Herr Schneider. Ja, dann geben Sie es mir doch mal bitte. Hallo Herr Schneider. Ja, das Thema haben wir tagtäglich in der Podologie. Wie kann man für 1,50 Euro denn sich auf legalem Wege persönliche Schutzausrüstung besorgen? Ja, wir haben da jetzt eine kreative Idee gefunden. Ich war jetzt gerade dran am Experimentieren, weil ich habe ja eigentlich keine kriminelle Energie, aber bei der Beschaffung muss man kriminelle Energie aufbringen, dass man Beschaffungskriminalität macht. Und ich habe also vor, demnächst in einem Großlager oder in einer Apotheke einzubrechen und mir die persönliche Schutzausrüstung zu besorgen, weil für 1,50 Euro, das spricht bei einer 6er-Verordnung pro Behandlung für 25 Cent, da kriegt man nichts für. Da kriegen Sie noch nicht mal ein Stückchen Mundschutz, geschweige denn ein bisschen Handschuhe und Desinfektionsmittel. Deswegen werden wir es auf illegalen Wege versuchen, die Podologen. Und wir suchen jetzt gerade daraus, dass man nicht gleich so erkannt wird. Also das hier ist jetzt mal die erste Idee, mit einer Haube über dem Kopf und dann irgendwo hin und sich die persönliche Schutzausrüstung besorgen. Ich hoffe, da konnte ich Ihre Frage einigermaßen beantworten. Herr Schneider, lassen Sie es gut gehen und bleiben Sie gesund, gell?